In dem kurzen Clip lernen wir, wie man eine Erwachsenen- oder eine Jugendbindung in einem Röhrenrad befestigt. Wichtig zu wissen ist, dass das hier der Bindungskopf und das hier der Bindungshals ist. Gehen wir mal zum Röhrenrad. Wir befestigen die Bindung im mittleren Loch hinter den Brettern, nicht auf der linken Seite und auch nicht auf der rechten Seite. Dann ziehen wir den Bindungshals durch das mittlere Loch durch und achten darauf, dass der Bindungskopf eine Brücke über dem Brett bildet. Als nächstes nehmen wir den Bindungshals, ziehen ihn durch die Eisenschlaufe und führen die Bindung wieder daher zurück, wo sie gekommen ist, auch wieder zwischen der Stange und zwischen dem Brett durch im mittleren Loch. Als nächstes führen wir den Bindungshals durch die Eisenschlaufe und wenn ihr eure Einstellung schon kennt, perfekt, könnt ihr die Eisennadel einfach durch das Einstellungsloch befestigen. Das gleiche wiederholen wir für die andere Bindung. Ich habe den Vorgang schon mal für die zweite Bindung wiederholt und so sieht es aus, wenn beide Bindungen im Röhrenrad befestigt sind.